Eine Stadt steht auf gegen Olaf Scholz. Castrop-Rauxel, da war er gestern zu Besuch und hier haben wir jetzt einfach mal die Bilder direkt neben mir. Hier kommt sie, die wahnsinnige Polizeieskorte für den Geschäftsführer der BRD GmbH, wie ihn viele nennen. Der Bundes-Olaf, der Lügen-Olaf oder was einem sonst noch einfällt, der Chef von Deutschland, würde die Tagesschau in einfacher Sprache sagen. Jetzt sehen wir hier, er kommt hier an in Castrop-Rauxel, wollte sich dort in das Buch in der Stadt eintragen und es gibt hier heftigste Gegendemonstranten, Buhrufe. Man hat sogar eine Aufnahme angefertigt für Olaf, den Vergesslichen, in doppelter Ausfertigung, damit er sich das immer wieder anhören kann. Er hat es völlig ignoriert, dass die Leute ihn ausbuhen, dass sie ihn nicht haben wollen und wir können auch mal ganz kurz einfach reinhören. Auch noch ein Stück zurück. Stück zurück. Stück zurück. Und noch schön dreist gewunken, obwohl ihn die ganzen Leute hier ausbuhen. Das ist Olaf Scholz, wie wir ihn kennen. Und Castrop-Rauxel geht nach vorne. Das muss in Zukunft bei jedem Auftritt von Olaf, dem Vergesslichen, immer wieder präsent gezeigt werden. Er ist nicht willkommen. Er ist nicht der Kanzler für die Mehrheit in diesem Lande. Er wurde schon nur von einer Minderheit gewählt. Und diese Minderheit ist jetzt nach der Wahl in sich zusammengefallen. Aber die Realität, sie tut weh, die Realität, sie schmerzt, denn die Politiker können außer Floskeln wie nach Solingen überhaupt nichts mehr. Sie können absolut gar nichts. Olaf Scholz weiß nicht mal, was der Liter Benzin kostet. Robert Habeck weiß nicht, was die Brötchen beim Bäcker kosten, ob er denn überhaupt weiß, ob sein Bäcker noch produziert oder schon aufgehört hat. Es ist völliger Wahnsinn, kann man da nur sagen. Sie sind alle, also nee. Wie kommen Sie nur darauf, dass Sie nochmal wiedergewählt werden, weil Sie in einer politischen Blase leben, in der Sie alle unterstützen? Es gibt so viele fanatische SPD-Vertreter, die auch ernsthaft noch an Wahlerfolge glauben. Dabei ist in dieser Politik vor allem eines gescheitert. Das ist die erste Riege der Politikerinnen und Politiker, damit wir hier auch beide erwähnt haben. Sie sind es, die ihre Parteien in den Abgrund geführt haben. Sie sind es, die teilweise keine Ausbildung haben, Lebensläufe mit fragwürdigen Dingen. Ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Frau Lang, Frau Baerbock, Herr Habeck, der eigentlich nur Bücher schreiben kann und jetzt was von der Wirtschaft verstehen will. Das ist genauso wie Jens Spahn, gelernter Bankkaufmann, war mal Gesundheitsminister, soll jetzt dann Wirtschaftsexperte sein. Es ist völliger Wahnsinn. Sie versuchen einfach, sich hier noch zu retten in Amt und Würden, in irgendein Mandat. Dabei ist Ihre Zeit schon lange, lange abgelaufen. Nur hat es Ihnen noch nie jemand gesagt. Jetzt kommt Olaf wieder raus. Wir schalten noch mal zurück. Lecker, lecker Bratwurst essen, Olaf! Lecker, lecker Bratwurst essen, Olaf! Leute, das ist nicht gestellt. Das war jetzt reiner Zufall, dass wir genau da reingegangen sind. Wirklich. Ich würde gerne ein Autogramm haben. Das ist aber was. Dankeschön. Danke, schön. Danke, es mag ja noch Leute geben, die Wert drauf legen, ein Autogramm oder ein Selfie vom Bundes-Olaf zu haben. Wobei ich sagen muss, ich habe ihn so oft gesehen im Deutschen Bundestag. Ich habe auch Frau Merkel so oft gesehen im Deutschen Bundestag. Das sind Personen, von denen ich mir einfach nur wünsche, dass sie nie wieder dort auftauchen, dass sie nie wieder das Wort Politik in den Mund nehmen. Olaf, nimm dein Girokonto mit deinen Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen darauf und reite endlich in den Horizont. Gehe von uns, nimm dein Köfferchen mit, dein Täschchen aus dem Kanzleramt und mach endlich Platz für Menschen, die dieses Land noch lieben, die für dieses Land auch noch Blut opfern würden. Nicht nur ein paar Schweißtropfen in irgendeiner Nacht an irgendeinem Koalitionsausschuss, der sowieso nur das Papier nicht wert ist, auf dem er geschrieben wurde. Nein, es sind hier auch noch die Schlafschafe. Schaut sie euch an in Castrop-Rauxel, wie sie ihn dort umringen. Es gibt sie also noch viel zu viele, die Bundes-Olaf hier
auch noch für ernst nehmen, für voll nehmen. Und ich kann nur sagen, er ist nicht nur kleiner wie ich und wahrscheinlich weniger intelligent wie ich. Er hat weniger Haare wie ich. Ja, er hat mehr Berufserfahrung wie ich. Okay, one point for Olaf, one point. That's it. Das war's schon. Olaf, du mit deiner Juristenausbildung, du bist ja mal ein Amateur, aber so ein Amateur. Also was Olaf Scholz für Sätze konstruiert, ja, auch nach Solingen, da muss jemand mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Es gibt nach dem Gesetz nur eine richtige Strafe, die ist weder hart, noch ist sie mild, sondern sie ist gerecht. Und Olaf, du bist Jurist, du bist zugelassener Anwalt und sagst hier, mit voller Härte des Gesetzes. Das ist, Leute, nee, es ist völlig Banane und das ist nicht Björn Banane, wie ihr ihn kennt. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Das Ganze ging hier noch weiter, ein kleiner Spießrutenlauf für Olaf Scholz in Castrop-Rauxel. Und so muss jede Veranstaltung aussehen in diesem Lande. Niemand will sie haben, niemand will die SPD, niemand will die Grünen. Sie sollen uns einfach erlösen. Macht Platz für die konservative Mehrheit und die CDU. Herr Merz, lieber Friedrich, wenn du noch mal was werden willst in diesem Lande, dann streich dir diese Gedanken von Schwarz-Grün aus dem Kopf. Die ganze Bundesrepublik hat die Grünen gefressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Niemand möchte sie mehr sehen in Verantwortung. Schon in der Opposition im Deutschen Bundestag sind sie kaum erträglich, also quasi unerträglich. Und wenn es hier jemand wagt, diese Grünen noch mal in die nächste Regierung zu setzen, dann wird er dafür den sprichwörtlichen Galgen vom Wähler vorbeigebracht bekommen, denn danach wird es die CDU, wie wir sie kannten, nicht mehr geben. Bin ich mir definitiv sicher. Das Schlimme ist, wenn sie am Ende hier hochpokern, um mit den Grünen zu sprechen und am Ende eine große Koalition zu machen, sind sie genauso im Arsch. Ihr könnt mit diesen etablierten Parteien keine Politik mehr machen. Mit Grünen, mit Roten ist kein Staat zu machen in diesem Lande. Es ist höchstens ein europäischer Superstaat zu machen. Es ist einfach völliger Wahnsinn. Sie wollen immer weiter. Die CDU mit der AfD wäre schon die bittere Giftpille für die AfD. Aber das wäre mal eine Regierung, die endlich in diesem Lande wieder dafür sorgt, dass die Türen geschlossen bleiben und dass alle, die unberechtigt eingetreten sind, relativ zügig wieder entfernt werden. Entfernt werden bedeutet auch mit Gewalteinsatz entfernen, denn wer der Herr im Haus ist, der übt sein Hausrecht aus. Und wenn die Leute nach lieben Worten dem Hausherr nicht folgen wollen, das Haus zu verlassen, wird der Hausherr dann genötigt sein, in dem Mindestmaß an Gewalt, was er ausüben darf, diese Person von seinem Eigentum zu entfernen. Wäre ich ganz stark dafür, dass wir hier auch mal die Politiker von unserem Eigentum, dem deutschen Staat, entfernen. Vor allem, dass wir dann ganz einfach hingehen und diese ganzen Amtszeiten beschränken. Zweimal Mitglied des Bundestages, das heißt 8 Jahre Abgeordneter und dann hast du zu gehen in die Wirtschaft und zu arbeiten. Nicht mal die AfD möchte das. Die AfD hat ja selbst in ihrem Wahlprogramm gesagt, 4-mal darfst du dich wählen lassen in den Bundestag. Das heißt, 16 Jahre Politiker sein. Ja, völliger Wahnsinn, Leute. 4.000 Euro Altersentschädigung kriegt man für sowas. Das fordert die AfD. Da seht ihr mal, wie sie schon selbst, weil sie schon 2 Amtszeiten jetzt drin sitzen, auf einmal Muffe bekommen haben. Man müsste ja mal tauschen. Und dann haben sie einfach es sich selbst legitimiert, 4 Jahre Politiker zu sein, ohne von Berufspolitikertum zu sprechen. Für mich absolutes No-Go. 2-mal Bundeskanzler, 2-mal Bundespräsident und 2-mal Abgeordneter. In der Verhandlung könnten wir uns vielleicht auf 3-mal Abgeordneter, also 12 Jahre, einigen. Das wäre dann immer noch ungefähr 1/4 eines regulären Arbeitslebens. Dann gehören sie alle mal rausgeschmissen aus ihrer privaten Krankenversicherung, rausgetreten aus ihren ganzen Privilegien, einfach mal behandelt wie du und ich. Ihr bekommt Arbeitslosenversicherung eingezahlt für eure Zeit danach, kein Übergangsgeld mehr. Ihr bekommt auch einfach die Dienstfahrten in Berlin. Nee, Leute, ihr habt einen Bahncard, erste Klasse, fahrt mit dem Pöbel, bitte S-Bahn. Ansonsten zahlt doch aus euren 14.500 Euro jeden Monat dann euer Taxi, bitte auf eigene Kosten, bitte, ja. Fliegen sowieso nur Economy, auch Langstrecke, nur Economy fliegen. Ein Politiker hat kein Anrecht darauf, behandelt zu werden wie ein CEO von BASF, von VW, denn sie performen überhaupt nicht wie solche CEOs. Sie sind einfach nur die Lachaffen der Nation und du und ich, wir müssen jeden Tag dafür bezahlen. Es ist unfassbar, wie viel Steuern dieser Staat kassiert, dafür, dass sie sich dann auch noch über uns verächtlich machen und uns verhöhnen.
Wir wissen es, Frau Saskia Esken. Man kann nichts lernen aus Solingen. Olaf Scholz einen Tag später. Wir müssen dies, das, jenes und Ananas machen. Und alle denken sich nur, Leute, ihr habt ein einziges Mittel zur Hand. Das nennt sich die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Holt die Flieger, macht die Flieger voll und remigriert in großem, großem Stile. Wer das nicht hören möchte, hat immer noch nicht verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Ihr müsst die Leute, die nichts hier verloren haben, endlich nach Hause schicken. Ihr müsst sie hinauswerfen, ihr müsst die Tür hinterher zuschließen und dann müssen wir uns erstmal um uns kümmern. Als erstes wir, dann vielleicht Europa und dann vielleicht noch andere. In keiner anderen Reihenfolge. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere auch meinen Zweitkanal Auswandern mit Kopf. Für alle, die die Schnauze voll haben in diesem Land, für arm oder reich, für jung oder alt, für jeden ist was dabei. Ansonsten, ich habe noch X und Telegram, kannst du auch mal vorbeischauen für unzensierte Bilder. Und damit, ciao, bis bald.